Er ist voll Sand, Asche, Zigarettenkippen und da ist ein Zigarrenröhrchen. Ich werde schon einen Gebrauch dafür finden. Dieselbe Marke wie Kortzmeyers Zigarren, wenn ich mich recht entsinne. So, dann reden wir doch mal mit dem Kollegen. Das können wir nämlich mit der Tafel. Also los. Ich hoffe nur, er kann schreiben. Guter Mann, ich habe Ihnen eine Tafel mitgebracht. Wenn ich Ihnen die Tafel gebe, können Sie darauf schreiben und müssen sich nicht mehr auf Ja und Nein beschränken. Ja, werden Sie beschränkt sein oder ja, werden Sie nicht beschränkt sein? Naja, ist doch egal. Hier haben Sie. Danke. Bitte, bitte, guter Mann. Wenn ich darf, würde ich Ihnen gern ein paar Fragen stellen. Fass dich kurz. Jetzt haben Sie es plötzlich eilig? Nein, aber die Kreide ist fast alle. Eine Freundin von mir ist in den See gefallen. Sind Sie sicher, dass Sie sie nicht gesehen haben? Hundertprozentig. Was machen Sie hier? Ich muss eine Mission erfüllen. Was für eine Art Mission ist das, wenn ich fragen darf? Darfst du nicht? Wenn Sie eine Mission haben, sind Sie kein Mönch, sondern ein Missionar. Und du bist ein Einfallspinsel. Vielleicht ist es besser, wir wechseln das Thema. Einverstanden. Vater, ich habe gesündigt. Und was geht mich das an? Was für ein Mönch sind Sie? Ich bin kein Mönch. Sind Sie stumm oder was? Es ist lange her, seit ich meine irdischen Sprachorgane benutzt habe. Irdische? Sagen Sie bloß nicht, Sie kommen von einem anderen Planeten. Die Kreide geht zur Neige. So schnell? Die haben Sie aber ratzfatz aufgebraucht. Schlechte Qualität. So ein Pech. Gerade wo die Unterhaltung interessanter wird, ist die Kreide aufgebraucht. Was soll's, guter Mann? Wenn ich etwas anderes finde, womit Sie schreiben können, werden wir weiterreden. Na, wer kann sich denken, wer das ist? Ach, Brian, warum kannst du nicht joggen? Mein Gott, er läuft aber auch so lahmarschig. Ich komme da einfach nicht rein. Die Tür ist mit mehreren Ketten und Schlössern gesichert. Okay.
Es verhindert, dass die Doppeltür sich öffnen lässt. Das ist abgeschlossen. Es verhindert, dass die Doppeltür... Das wird wohl erst gehen, wenn ich das Bretter weggenommen habe. Schätze, ich komme nicht drum herum. Mal sehen, was drin ist. Ich hoffe, drin riecht es besser als hier draußen. Mülltüten, alte Zeitungen. Ah, das kann man doch gebrauchen. Eine Packung Butter. Fast voll. Und? Nein. Ich glaube nicht, dass man noch etwas davon wiederverwenden kann. Okay. Fragen wir sie mal, ob sie nicht den Schlüssel hat für den Kellereingang. Okay, fragen wir, ob sie noch mehr Kreide hat. Willst du mir noch etwas Kreide geben? Es tut mir leid, ich habe keine mehr. Mein knorseriger Chef stiehlt sie aus der Schule und gibt mir kein neues Stück, solange das vorige nicht aufgebraucht ist. Okay. Ich drehe mal eine kleine Runde. Wir sehen uns später. Bis bald. Es könnte mir noch nützen. Das andere Ende scheint da unten festzustecken. Und wenn ich etwas Marmelade organisieren kann, esse ich sie auf. Ich schwöre es. Dann mach das. In Ordnung. Ich schaue mal nach unten. Es ist ziemlich dunkel. Ich versuche näher dran zu kommen. Ich wusste es. Das Kabel hat sich in den Wurzeln verheddert. Es muss seit langem verklemmt sein. Ich kriege sie nicht auseinander. Ich weiß nicht, wozu das blöde Kabel benutzt wird, aber es sitzt wirklich fest. So, nimmst du jetzt oder benutzt du jetzt die Butter? Ja, wenn ich den Knoten gut einschmiere, kann ich ihn vielleicht lösen. Danke. Ja, jetzt ist es entknotet. Nach der Mühe, die ich mit dem Entknoten hatte, lasse ich es nicht einfach liegen. So. Das lustige Kabel befestigen wir jetzt an dem Brett. Ja, prima Idee. Geschafft. Und im nächsten Video kommen wir dann vielleicht sogar in den Keller. Ciao, ciao.